So, weiter geht's mit Arcanum. Wer sich jetzt wundert oder die letzten Displays nicht so aufmerksam verfolgt hat, wo da unser kleiner Zwerg hin ist, den habe ich bei der Überfahrt nach Dornholm einfach zurückgelassen, weil ich zu geizig war, dem die Überfahrt zu bezahlen. Und weil der eh nur am Jammern und Meckern ist, deswegen auf den kann man sowieso gut verzichten. So, da verdirbt uns einfach die Stimmung, der kleine mufflige Zwerg. Immer wenn wir jemand angreifen, wie darf ich den nicht angreifen? Das ist böse. Jetzt muss ich mal auf Charakter-Titel schauen. Oh, bist du noch ziemlich gut, oder? So, ich habe jetzt auf Screen mal meine derben Detektivskills ausgegraben. Und jetzt grabe ich einfach mal wieder Gräber aus. Da sind wir ja ziemlich gut drin. So, was haben wir hier? Gold und ein Ring. Noch ein Schädel. Da packen wir den Schädel mal zurück. Jetzt haben sich zwei Schädel gefunden, sozusagen. So, da haben wir noch ein Grab. Gold. Taschenuhr. Und noch ein Schädel. Das bringt uns jetzt nicht so gerade weiter von der Story her. Aber da haben wir ja noch ein Grab. Haben wir hier 10 Ang Schrecken unter den Elfen, das Buch, wo wir so lange gesucht haben. Hey, endlich. Okay. So, du nimmst mal die Fälschung und die Schaufel wieder. Braver Diener. So, kann man mit der Taschenuhr was machen? Nee. Okay. Jetzt haben wir das Buch. Moment. Wo müssen wir jetzt mit. So. Jetzt haben wir, glaube ich, 10 Ang, die Dunkelelfen stattgefunden. Okay. Oh Gott, das kann doch kein Mensch alles lesen. So, gucken wir mal ins Logbuch. Captain Picard, Sternzeit, so und so. Okay, angenommen. Möchte ich es mir. Okay, jetzt können wir nach Mingord reisen, der Dunkelelfenstadt. Das werden wir dann auch mal machen. Ja, das machen wir einfach mal. So, wo ist diese Stadt Zenang? Ja, da kommt von da unten nicht hin. Glaube ich zumindest. Da kommen wir nicht drüber. Müssen wir jetzt quasi wieder nach Kaladon und eine Überfahrt buchen. Dann müssen wir da hoch, Eier. Na, aber wenigstens geht es jetzt wieder mal vorwärts. Jetzt weiß man, wo die Dunkelelfenstadt ist. Das ist schon wieder eine Erleichterung. Ah, warte, warte. Da ist ein Altar. Den müssen wir natürlich gleich mal anschauen. So, mal gucken. Polo, schlauer Dieb. Broko, wachsames Auge. Schatten jetzt hier und fort. Arme jetzt hier und fort. Polo, schmerzverzerrtes Gesicht. Broko, Fratze des Zorns. Seele jetzt hier und fort. Broko, jetzt hier und fort. Polo, Gott der Diebe. Einarmiger Gott der Diebe. Dieser Ring jetzt hier und fort. Dein Segen jetzt hier nun fort. Ah. Muss man den einen Ring opfern? Yay! Genau. Einen Ring haben wir geopfert. Wegen der Zeile. Dieser Ring jetzt hier nun fort. Jetzt haben wir einen Segen erhalten. Warte mal, wo steht es nochmal? Rufsegnung. Da du dem Gott Polo ein Opfer dargebracht hast, wirst du ihm von ihm gesegnet. Was das jetzt genauso bringt, weiß ich nicht, aber es kann ja nur was Positives sein. Von daher nehmen wir es halt mit. Kaladon. So, jetzt müssen wir quasi zu den Docks müssen wir. Machen wir mal die Auto. Den Auto-Treffel, was sozusagen. Sind wir mal so faul? Lalalala. Oh, ich habe die maximale Anzahl der erlaubten Wegpunkte. Muss ich sie ein strecken. Ah, perfekt. Da kann man sich jetzt nämlich zurücklehnen. Jetzt läuft man ganz automatisch hin. Und dadurch, dass ich jetzt das Schnellrennen automatisch eingeschalten habe, da rennt er jetzt auch ganz automatisch, das schleicht er immer so über die Karte.
Das ist jetzt schon mal sehr bequem. Da kommt zum Beispiel Cola nach, schön gut. Oder muss ich mal ein paar Chips reinstopfen oder so. Das ist schon sehr bequem so. Ah, scheiße. Okay. Schiffskapitän. Ich möchte eine Überfahrt. Na, jetzt schauen wir mal. Schauen wir erstmal. Was ist Blackwood? Was ist ein Blackwood? Moment, Moment. Jetzt speichern wir mal. Und jetzt buche ich mal eine Überfahrt nach Blackwood. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Wo sind wir hier? Was ist das hier? Kenne ich das schon? Ne, kenne ich nicht. Okay. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Hauptquest weiter. Sag mal, ich gehe mal in die... Oh, ein Tunnel. Oh, den Tunnel, den will ich mir jetzt gerne mal anschauen, was da drin ist. Ja, sorry, das muss jetzt sein. Ich will jetzt schauen, was in dem Tunnel da ist. Und die drei Shops, da könnten wir eigentlich auch mal besuchen. Oh, 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 oh. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Das sieht wichtig aus. Sprechen wir mal den an. Und wer mögt ihr wohl sein, Sir? Ich bin Schiffbaumeister Blackwood. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Schiffbauer? Dann habt ihr doch sicher auch Schiffe zu verkaufen. Momentan nicht. Im Moment sind wir gerade dabei, dieses Schiff fertigzustellen. Er deutet auf das Schiff hinter sich. Vielleicht solltet ihr es später noch einmal versuchen. Okay. Wir sind eh so blank, wir haben eh kaum Kohle. Von daher kaufen wir jetzt kein Schiff. Selbst wenn wir es kaufen könnten. Oh, da ist auch ein Shop. Da ist auch ein Shop. Na, aber wir haben eh nicht so viel Geld, deswegen brauchen wir eh nicht den Shopbesuch. Von daher. Oh, das ist so ein Naturheilshop. Da gehen wir gleich weiter. Boah, Natur, Natur, boah. Naturheilshop. Was ist denn das da unten für ein Shop? Oh, da sind fünf Shops gleich. Oh. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir was zum Verkaufen haben. Nehmen wir mal das Buch, die Axt können wir vielleicht verkaufen. Wie sieht denn deine Rüstung aus vom Zustand her? 90 von 150. Schauen wir mal, ob man die verkaufen kann. Dann nimmst du jetzt die, die hat noch bessere Werte. 150 von 150, okay. Was haben wir dann noch? Die Handschuhe, die sind nicht so toll. Was hast du für Handschuhe? Moment, die haben noch 90 von 100. Die haben nur noch... Na, die sind auch ziemlich crappy, die Handschuhe. So, was hast du? Die Lederrüstung. Können wir auch mal schauen, ob man die los wäre. Den Heilbalsam, den braucht man eigentlich nicht unbedingt. Den können wir eigentlich weitergeben. So. Wie viel ist das? Ach. 2x3 braucht er. Okay. Ja. Schauen wir mal, ob wir damit ein paar Münzen verdienen können. Na, 16 Münzen, super. Oh, 500 Münzen, 226. Ah, wir sind aber immer noch Battle-Arm, nur noch 1900. Naja. Aber besser als nix. Wollen wir nicht jammern. Das will ich nicht, das will ich nicht. Ja, oh, die will ja gar nichts.
Nicht mal Sex will sie mit uns. Zum Anger. Das... eine Kneipe. Na, der sieht... Na, labern wir halt mal ein wenig. Seid gegrüßt, Sir. Verzeiht, aber ich habe keine Zeit für Plaudereien, Sir. Okay, vergesst es. Sir, seid gegrüßt, schöne Frau. Dürfte ich nach eurem Namen und eurer Stellung fragen? Ihr seid wohl neu in der Gegend. Jeder weiß, dass ich Clarissa Schelmo bin, die Meisterin der Wurfwaffen. Noch nie habe ich jemanden getroffen, dessen Fertigkeiten sich mit meinen messen konnten. Ihr habt doch sicher schon von mir gehört. Aber sicher, große Meisterin, was tut ihr hier eigentlich? Habt ihr denn jemanden getroffen, dessen Ego sich mit eurem messen kann? Aber ich will ja nicht so gemeint sein. Sag ich mal, das ist aber ein neutraler. Mit Vergnügen, Clarissa, dürfte ich euch noch zwei Fragen stellen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Vielleicht hättet ihr Interesse, mich auf meine Reise zu begleiten. Oh, sie steht unter Vertrag. Na toll. Sie will nicht mit uns mit. Welche Stellung habt ihr hier? Ne? Ich stehe im Moment unter Vertrag, weil ich Meisterin bin, sind meine Dienste sehr gefragt. Seht ihr, ich beherrsche alle Wurfwaffen, Dolche und so weiter und so fort. Granaten. Aha. Meine ruhige Hand und die Genauigkeit sind unübertroffen. Ich sollte mich wirklich einmal in Aktion erleben. Aha, aha. Ihr beherrscht also alle Wurfwaffen ohne Ausnahme. Ja, leider ist es schon lange her, dass ich mich von einer neuen Wurfwaffe herausgefordert sah. Sei es drum, ich habe in letzter Zeit viele Geschichten über Tramerstein gehört. Es heißt, er sei einer der besten Wurfwaffen, die je geschmiedet wurden. Falls sie diesen Stern hält, was er verspricht, dann ist das die nächste Waffe, die sie beherrschen werde. Seufzt, aber ich muss erst warten, bis mein Vertrag erfüllt ist. Azramerstein, davon habe ich noch nie etwas gehört. Augenscheinlich ist es ein Artefakt, das noch aus dem Zeitalter der Legenden stammt. Von diesem Stück heißt es, habe nicht eines, sondern gleich fünf Klingen, die sich um einen Mittelpunkt drehen und fürchterlichen Schaden anrichten kann. Außerdem, so habe ich gehört, soll die Fähigkeit besitzen, sein Meister zurückzukehren. Nachdem es sein Ziel getroffen hat, das wäre wahrscheinlich... Moment mal, wie heißt der Film nochmal, wo gerade da, wie heißt er, das Fünf-Klingenschwert aus dem Film, warte mal, ich hab's gleich, aus dem Film, ach, wie heißt er, Krull, genau, die Waffe, das ist eine Anspielung aus dem Film Krull, das Fünf-Klingenschwert, wer den Film kennt, wer den Film nicht kennt, soll sich bitte jetzt erschießen, genau, oder ihr so, zieht euch mal den Film Krull rein, K-R-U-L-L, glaube ich. Den habe ich auch hier auf DVD rumfliegen. Super Fantasy-Streifen, ein wenig älter, aber immer noch toll, wie ich finde. Zieht euch den Film rein, Krull. Fünf-Klingenschwert. Voll derbe. So. Okay. Schau ich mal nochmal mit dem abgebrochenen Zwerg da. Was gibt's neu, Freund? Ja, ich habe so die Erfahrung, dass uns die Zwerge immer angreifen, aber sag mal trotzdem, ja, das war ich. Oh, scheiße. Ja, ich hab's doch gewusst, der greift mich an. Naja. Matthew with the best and die like the West. Oh, Mülltonne, da kommen wir mal unseren Schrott ins Zeug. Wo meine Leute bei sich tragen. Was wünscht ihr von... Ja, obwohl, man weiß ja nie, ob man das doch mal braucht. Ja, wo ist denn unser Ocker? Ja, wo ist denn der? Was machst du denn da?
Naja, ich will jetzt lieber nichts wegschmeißen, vielleicht braucht man das Zeug doch mal. Und meine Handlanger schleppen ja alles rum, von daher. Hat da mal noch einen Magierladen. Na mal, puh. Einen Edelstein konnte ich verkaufen. Puh, puh, was nehmen wir denn da? Na, Heiltränke brauche ich immer. Mana-Tränke, Quatsch, Heiltränke brauche ich inzwischen gar nicht mehr. Weil wir können ja genug selber heilen mit Magie. So, aber jetzt will ich mich noch mal kurz gucken. Dann. Moment. Das sind doch zwei Geschäfte da unten. Ich war, glaube ich, nur in einem. Ach nee, das ist nur eine Laterne. Ich habe gedacht, das sind jetzt zwei Geschäfte drin. Naja. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu der Eisenbahnhöhle oder was es sein soll. Eisenbahneingang. Vielleicht gibt es da was zu entdecken. Vor allem Geld bräuchten wir mal langsam wieder. Dass wir mal wieder schön shoppen gehen können oder so. Oh, da ist ein Notizzettel, den braucht man immer. Den kann ich mal zerreißen. Kann man da reingehen? Nö, schade, ist nur zu ziert, eh? Na, schade, ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein Dungeon oder so. Oh, was ist das? Das war ein... Naja, was auch immer. So, komme ich jetzt mal auf die Weltkarte. Blackwood. Okay. Machen wir jetzt mal. Dann können wir noch mal bei Nebelbergen schauen, ob wir da was verkaufen können. Obwohl, da dauert es wieder so lang, bis wir da auch von der Karte wegkommen. Bis wir wieder auf die Worldmap kommen. Das dauert immer so lang. Ich bin jetzt ja ein Piano sein lassen, aber ein Gasgap. So, das ist doch eine schöne Route. Und die Trash-Mobs können es einfach nicht lassen, die stellen sich uns immer in den Weg, aber wir sind halt zu geil, zu fantastisch, zu gut. Best of the best and die like the worst. Ja. Egal. Wie die immer schreien, wenn der Gegner kommt, das ist ja schrecklich. Oh, was ist das? Was ist mir hier gelandet? Paragon-Drache? Ist das sonst irgendwas Besonderes? Nö. Kann man mit dem Drache sprechen? Oh, der greift uns an. Ist da vielleicht was? Nö, toll.
Ja, ihr macht es schon. Was soll ich... Ah, ich wollte da nochmal schauen, weil da gibt es auch einen Altar. Vielleicht haben wir da vielleicht jetzt mal das Richtige dabei. Oh, what the fuck, was ist denn das? Toll. Na toll, ich komme ja gar nicht zum Zaubern, die machen das ja. Ihr Angeber. Nur weil ihr dicke Schwerter habt. Was ist hier? Ist hier was? Nö. Wahrscheinlich wieder nur so ein Drache. So ein kleiner, niedlicher. So, jetzt darf ich aber auch mal. Ja, zwei erwischt. Oh, wir haben bald schon wieder ein Level up. Level up. Ah. Genau. Der hat uns nichts zu sagen. Guck mal da nochmal. Bringt mal Karl seinen Herzstein. 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 Haben wir da irgendwas, was ein Herzstein sein könnte? Was wünscht ihr von... Nö. Herzsteinmäßig haben wir nix. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt aber geht's zur Elfdunkelstadt. Und schauen wir mal, was das denn los ist. Oder auch nicht. Werden Dunkelelfen gekickt oder sie kicken uns. Zumindest haben wir keinen muffligen Zwerg mehr dabei, der uns immer die Stimmung verdirbt. Vor allem ist das so logisch mit dem Zwerg. Wir werden zuerst von irgendwelchen Leuten angegriffen und dann jammert der rum, dass wir sie töten. Aha, ihr tötet die guten Leute, die uns töten wollten. Wow. Was für ein Idiot, der Zwerg. Ah, jetzt haben wir unseren Level up. So, dann können wir jetzt wieder erwecken. Genau. Damit können wir dann, hoffe ich zumindest mal, einen von uns wieder weg. Einen aus unserer Party. Wenn er stirbt. Hm, genau. Können wir auch... Ne, Monster können wir nicht wiederbeleben, aber ich hoffe mal... Ich hoffe halt wirklich mal, dass wir dann unsere Leute wiederbeleben können. Falls die mal... umfallen. So, jetzt lassen wir den kleinen Drachen mal da leben.